So, der Kampf gegen Flodidis, der war schon schwer. Aber ja, jetzt kommt ein nächster Kampf. Und der hat sich gewaschen, würde ich mal sagen. Und da haben wir ihn schon. Da taucht er plötzlich aus dem Spiegel auf. Ich eile also her, um der Ursache dieses Lärms auf den Grund zu gehen. Und was müssen meine Augen erblicken? Die Tür zum innersten Bereich ist sperrangelweit geöffnet. Die Bosse aus den anderen Welten sind mir eine weit geringere Hilfe als erhofft. Wie sind sie, wenn ich fragen darf? Und wie geht's meiner Mutter? Mutter, ich gehe wohl recht in der Annahme, dass es sich bei dir um das werte Fräulein, Tochter der Präsidentin handelt. Ja? Mein Name lautet Gizes. Gizes? Das war zwar nicht ganz ein G und nicht ganz ein Cis, aber so ungefähr. Und ich stehe dem Plasma vor. Ich wurde aus einer anderen Welt in die hiesige gerufen. Genau wie die Bosse, die ihr auf eurem Weg hierher besiegt habt. Sei indes unbesorgt, mein Kind. Deine Frau Mutter schläft weiterhin denn ganz wohlig und behaglich. Mutter! Nein, du darfst da nicht lang. Hier kannst du nicht vorbei. Du kannst nicht vorbei! Nichts da. Gehen Sie mir aus dem Weg. Hier und jetzt findet eure Reise ein jähes Ende. Ich lasse euch keinen Schritt weiter. Ich habe mir lange das Hirn darüber zermartert, welcher Schicksalsfügung mein unfreiwilliger Aufenthalt in dieser Welt wohl geschuldet sei. Und siehe da, endlich weiß ich, welche Bestimmung Fortuna mir zugedacht hat. Ich wurde dazu auserkoren, von einer Welt in die nächste zu reisen und die Pokémon vom Joch ihrer schmachvollen Knechtschaft zu befreien, in welcher die Menschen sie getrieben haben. So würde sich die Macht über alle Welten eine Person vereinen. Doch um meinen ehrgeizigen Plan verwirklichen zu können, benötige ich eine willfähige Marionette. Und ich glaube, diese im Boss von Team Rocket gefunden zu haben. Einen Mann von purer Boshaftigkeit. Gelingt es mir, ihn zum König zu machen, gleich einer Schachfigur in meinem perfiden Spiel, so würde ich über allem thronen, was keucht und fleucht. Ich würde Herrscher über das Leben selbst werden. Denn Menschen mit ihren ach so leicht durchschaubaren Absichten und Zielen sind um ein Vielfaches leichter zu manipulieren als ein Wesen, dem jedwede Form menschlicher Emotion fremd ist. Ihr werdet gewiss Verständnis dafür haben, dass ich nichts dulden kann, was meinen Plan durchkreuzen könnte, diesen Mann zum König zu machen. Ich werde ihn aber durchkreuzen, also ich werde mein Bestes geben, deinen Plan zu durchkreuzen, aber ja, mal schauen. Ich gebe mein Bestes und hau drauf. Wollt ihr euch mir dennoch in den Weg stellen? Nun gut, ich habe euch gewarnt. Wer es wagt, sich mir in den Weg zu stellen, wird vernichtet und in aller Winde verstreut. Ja, da schauen wir mal, wer hier vernichtet und in alle Winde gestreut wird. Team Plasma Gizes fordert dich heraus. Na dann, zeig mir deine Pokémon, mein Lieber. Oh, der kommt mir bekannt vor. Necrozma, der kommt mir auch bekannt vor. Der wird jetzt kämpfen. Die beiden werden jetzt gegeneinander kämpfen. Wie wäre es denn zum Anfang mit Juwelenkraft? Könnte das was bringen?
Na ja, ein guter Anfang ist es allemal. Es könnte aber besser aussehen. Na komm, nochmal Juwelenkraft. Dann haben wir die Hälfte. Dann müssen wir nur viermal einsetzen, dann haben wir es. Oder wir setzen eine effektivere Attacke ein. Das wäre auch eine Idee. Verbrennung, okay, das ist nicht das Schönste. Aber ich habe noch Nachthieb. Vielleicht bringt das ja mehr. Na komm, dass es mehr bringt. Nein, es bringt sogar weniger. Oh man. Ich habe ja noch nie gegen einen echten Troll gewirkt. Ja, genau. Gekämpft. Das weiß ich auch irgendwie nicht, was dagegen effektiv ist. Das ist nicht gut. Aber ich werde es schon irgendwie packen. Wie wäre es denn mit Felsgrab? Könnte das etwas bringen? Necrozma. Verdammt, lass mich nicht im Stich mit Necrozma. Das ist doch erst das erste Pokémon. Das werden wir doch hinkriegen. Nein! Ja, das werden wir hinkriegen, aber nicht mit dir, Necrozma. Verdammt. Ist auch schön. Oder halt eben nicht schön. Das war ja Ironie. Schön. Gegen solche Leute zu kämpfen, die ich noch nicht kenne. Pokémon, die ich absolut noch nie gesehen habe. Na doch, ich kenne es, aber ihr wisst, was ich meine. Pokémon, deren Schwächen ich noch nicht kenne, weil ich die in diesem Spiel noch nicht begegnet bin. Bestienboost von Chuck, das wirkt. So, Bisofunk. Na dann, es klingt doch nach einem Pflanzen-Pokémon. Nein, ist aber keins. Dürfte Boden oder Kampf sein. Wäre es denn mit Risikotackle? Erdbeben, Auwei. Springfest, selbst die festereste Mauer zum Einsturz. Risikotackle. Na komm. Das hat nicht mal ordentlich was gebracht. Verdammt. Erdbeben. Oh wei. Wir können Erdbeben. Das ist tragisch. Das ist schon eine sehr effektive Attacke. Dieses Erdbeben. Will man eigentlich nicht gegen sein Team eingesetzt sehen. Das will man eigentlich nicht im Kampf wissen. Nitro-Ladung. Komm, lass es was bringen. Steinschädel. Auweihe. Das habe ich vorausgesehen. Steve wurde besiegt. Nein, verdammt. Ein Pokémon vergeudet. Ah, Rückstoß. Das ist gut. So, Galoppa. Spring dich an, Galoppa. Drei Team-Pokémon sind schon besiegt. Und bei ihm ist es erst eines. Komm, Nitro-Ladung. Galoppas Attacken waren auch immer sehr effektiv. Egal, was es war. So, kriegen wir das mit Galoppa gebacken. Kazurio möchte kämpfen. Dann setzt man den Kazurio ein. Das besteht ja gar nicht aus Käse. Ha, bin ich heute lustig. Schlagbohrer wollen wir einsetzen. Das ist sehr effektiv. Kazurio wurde besiegt. Da fliegen hier letztlich die Löcher aus dem Käse. Pikachu erreicht Level 72. Das ist schön. Da war ein stärkeres Pikachu. Ein Trikipfado. Man muss noch mal gründlich nachlesen, wie man das liest. Wie man das ausspricht. Die haben immer so komplizierte Namen, diese ulkigen Pokémon. Ein Trikipfado. Wer nennt denn sein Viech einfach so Trikipfado? Muss doch irgendwann mal einen Namensgeber gegeben haben. Der gedacht hat, Trikipfado. So nennen wir das Ding. Ja, einer von Game Freak. Hat sich gedacht, Trikefalo, das klingt gut. Das ist ein sehr guter Name. Oh nein, Surfer. Das ist sehr effektiv. Und dann kommt noch einmal Schlagbohrer. Komm, Schwebefund. Oh, fuck. Verdammt. Das hätte ich eigentlich schon beim ersten Mal sehen müssen. Aber gut, ich hab's verschickt. So schaut's aus. Mit keiner Wasserattacke, das heißt. Hudi könnte unter Umständen effektiv sein? Könnt ihr das hinkriegen? Level 64? Level 66? Ei, 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 ei. Finster Aura. Aua. Das habe ich kommen sehen. Warum habe ich nicht reagiert? Sag mal, ich habe es kommen sehen, aber reagiere da nicht drauf. Wenn ich doch so ein Wahrsager bin. So ein Hellseher.
wie ich denn behaupte. Warum reagiere ich denn nicht drauf, auf meine Vorhersage? Ja, ist ja relativ ersichtlich, was passieren wird. Das war auch sehr ersichtlich. Na toll, jetzt haben wir nur noch Galoppa. Und zwei gegnerische Pokémon. Und eins davon ist ein legendäres Pokémon. Wahrscheinlich ein Zekrom. Ich vermute ein Zekrom dahinter. Eieieiei, jetzt noch einen Trank einsetzen. Und hoffen, dass was wird. Hypertrank. Mal sehen, wie viel das aufheilt. Da war es wieder das Aufheilen. Surfer. Eieiei, Surfer ist ein effektiver Attacker gegen Galoppa. Au, das tut ja richtig weh. Na komm, lass mich einmal einsetzen, ja. Verdammt, warum setze ich Schlagbohr ein? Nein, das ist doch blöd. Was kannst du eigentlich? So blöd ist das. Mann, Zwergi, was machst du denn? Ah, verdammt. Könnte ich manchmal auch selbst ins Gesicht schlagen hier. Könnte ich manchmal selbst ins Gesicht treten. Och, oh nö. Ist doch nicht wahr. Habe ich gerade nicht gemacht. Ich setze automatisch eine Schlagbohre ein. Komm, das ist verdient. Komm, dieser Tod ist verdient. Kann ich auch nichts zu sagen. Ist ja einfach verdient. Meine Güte, Walter. Meine Güte. Kann mich auch manchmal blöd anstellen. Wie gesagt, manchmal könnte ich mich echt blau und grün schlagen. Was ich hier für Dämlichkeiten anstelle. Und dann machen wir mal schnell einen kleinen Schnitt. Und dann sehen wir uns wieder. In besserer Verfassung bei diesem Kampf. Auf wie? Ja, auf ein zweites. Stell mich auch manchmal sehr blöd an. Ja, sorry. Und da haben wir ihn nochmal. Den Dialog sprechen wir jetzt nicht nochmal. Mal losgehen. Danke. Next try. Team Plasma, jetzt ist fordert dich heraus. Irgendwie müssen wir den Part füllen, nicht? Irgendwie müssen wir es ja machen. So schaut's aus. Necrozma fängt wieder an. Mit drei Versuchen bei Getzis kann man auch irgendwie den Part füllen. Nachtschieb soll ja sehr effektiv sein. Okay. Ich kann mich daran erinnern, dass es vorhin nicht sehr effektiv gewesen ist. Aber ja gut. Ich kann mich auch irren. Ich irre mich des Öfteren. Okay, diese Attacke ist auch sehr effektiv. So, dann nochmal Nachthieb. Und wenn so sein soll. Och, der ruft sein Pokémon zurück. Was gibt's denn sowas hier? Was ein Feigling. Nachthieb. Ich hoffe, es ist auch gegen ihn, gegen den Kesurio effektiv. Nein, ist es nicht. Verdammt. Da habe ich hier sehr schlechte Karten gegenüber Kesurio. Nice. Ja, dann bleibt mir nur noch übrig, Pokémon einzutauschen und mit Galoppa gegen Kesurio zu kämpfen. Das liebe Necrozma später wieder rauszuholen. Necrozma. Ja. Mal wieder einen Insider rauszuwerfen. Insider in Let's Plays sind ja auch mal lustig. Ich kenne da nur zwei, drei Leute aus meiner Community, mit denen ich das dann auch mal hatte, und alle anderen, die schauen doof in die Röhre. Ja. Das sind eigentlich gar nicht so lustig, Insider. Naja. Aber es gefällt ein, zwei Leuten, die es halt wirklich kennen. Oh, meine rotbarischen Lachen, die sind ja mal selten. Ja, so viel zum Insider. Nicht mehr lange. Ich werde einen rotbarischen Lachen verteilen und ihn in die Welt hinaus schreien. Oh, ein rotbarischen Lachen. Warum habe ich gerade geflüstert? Weil es nachts ist. Ja, logisch. Noch wohne ich in keinem eigenen Haus. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt.
Ich habe hier nur so ein kleines Zimmerchen. Nebenan schlafen, Leute. Also muss ich eigentlich ein bisschen leiser sein, aber Gott, die sind es seit 2 Jahren gewohnt, dass ich jetzt hier nachts noch ein bisschen rumschreie. Die hören das gar nicht mehr. Und nein, fängt das jetzt schon wieder an. Och nö. Och bitte. Gebeugt, neigt er sein Haupt. Das gibt jetzt, also, das gibt einen heftigen Faceporn. Also, es ist einfach, es ist, muss man sich doch einfach nur faceporn. Im Ernst. Meine Fresse. Man kann doch nicht denselben Fehler 2-mal hintereinander machen. Wo bin ich denn heute? Was ist denn los jetzt hier? Ich bin doch sonst nicht so. Doch, ich bin sonst so, aber nicht so intensiv. Nicht so extrem. Meine Fresse, was läuft denn hier heute? Warum bin ich so durcheinander? Wir müssen das jetzt hier heute noch schaffen, oder? Kann man jetzt hier nicht einfach am Raum stehen lassen, oder? Das ist jetzt in denselben Fehler jetzt, den müssen wir jetzt irgendwie noch beheben. So schaut's aus. Müssen wir auch wieder gut machen. Jetzt nicht immer Schlagbohrer auf dasselbe Viech hier nochmal einsetzen. Das ist gerade noch drüber geredet, dass es mir leid tut. Und dann machen wir denselben Fehler nochmal. Das ist. Nee. Was ist denn mit dir los heute, Zwergi? Nee. Das ist hier wirklich grenzwertig. Das ist also. Könnte ich wirklich verstehen, wenn ihr jetzt langsam Wut auf mich kriegt. Also, schön und gut, das erste Mal, das passiert, wenn man mal einen Fehler macht. Alles vergeben und vergessen und verziehen. Ja, einmal kann passieren, aber denselben Fehler nochmal wiederholen, das ist. Das ist, ja. Da dürfte er zu Recht auf mich wütend sein. Jetzt ohne Sarkasmus, ohne Ironie, dürfte er wütend drauf mich doch am Arsch sein. Habe ich verdient. Wirklich, beim zweiten, wenn ich denselben Fehler nochmal mache. Was habe ich gerade eingesetzt? Sag mal, bin ich denn grenzdebil hier heute Abend? Meine Fresse. Habe ich gerade wieder Schlagbohrer eingesetzt? Das ist hier ein Teufelskreis. Die anderen Attacken sind nicht sehr effektiv, deshalb setze ich das hier dauernd ein. Ich kämpfe jetzt mit den anderen Attacken. Wow, meine Güte. Ich mache mich gerade auch selbst fertig. Deshalb. So eine Blödheit gibt's ja auch gar nicht. Jetzt kann man doch keinen Kampf gewinnen, wenn man hier einfach. Es ist auch mit näher nicht sehr effektiven Attacken. Geht das? Ich meine, wenn Schlagbohrer wirken würde, das steht dort als sehr effektiv, dann wäre das Ding in einem Zug erledigt. Aber Schlagbohrer, die funktioniert ja nicht irgendwie Scheiß. So, alle Beleber und alle Tränke auf Galoppa. Ich will jetzt echt keinen dritten Versuch machen müssen. Zwergi, mein Lieber, streng dich an. So doof bist du doch eigentlich ja nicht. Du stellst dich nur so blöd an. Ja, Selbstgespräche hier. Die müssen auch manchmal sein, Selbstgespräche. Und dafür bin ich doch bekannt hier, für meine Selbstgespräche. Ich rede gerade in der Kamera. Also alle, die sich da draußen aufregen, dass ich Selbstgespräche in Parts führe. Ich rede gerade mit der Kamera. In einem abgedunkelten Raum rede ich gerade mit einer Kamera. Und das kein Selbstgespräch ist. Bei durchschnittlich 20 Aufrufen auf ein Video. In einem abgedunkelten Raum. Mit einer Kamera sprechend.
Wenn das kein... Hören wir auf. Hören wir auf. Ich geh mich gleich irgendwo einquetschen oder hängen. Das kann ich noch nicht veröffentlichen. Dieses Video kann ich doch nicht zeigen. Das kann man doch niemandem verraten. Wie blöd kann man denn sein? Es ist einfach, ich muss ins Bett. Ich merke, es ist zu spät. Es ist einfach zu spät für mich, um noch irgendwie. Der Kopf ist schon auf Schlaf eingeschaltet. Das ist einfach. Tut mir leid, wirklich an jeden einzelnen Zuschauer. Dieser Part ist wirklich nicht zumutbar. Es tut mir wirklich ernsthaft leid. Der ist ja noch da. Verdammt. Ein Hyperdrank wird hier nicht sehr viel bringen. Aber es ist das Einzige, was ich habe. 17 habe ich noch. 17 Hypertränke. Ja, mei. Du wirst es noch hinkriegen jetzt hier. Noch 2 Pokémon hast du hier. Du wirst es noch hinkriegen, Zweigi. Reiß dich mal am Riemen hier. Es ist Nacht. Aber das kriegst du jetzt hier noch hin. Alter. Ihr habt heute ausnahmsweise mal die Genehmigung, unter diesem Part in den Kommentaren mich zu beschimpfen, zu verfluchen und mich runterzumachen, aber nur auf den Kampf zu bezogen. Also, du Hurensohn dürft ihr nach wie vor nicht sagen. Das sind blöde Worte. Das sagt man nicht, das macht man nicht. Das gehört sich nicht. Aber wie doof ich kämpfe, das dürft ihr mir heute an den Latz schmeißen. Ich werde das niemandem übel nehmen und niemanden dafür ankreiden, niemanden blockieren. Also, heute dürfte mal meine Kampfkünste hier durch den Kakao ziehen. Heute ist es euch erlaubt. Habe ich ja verdient. Ganz nicht. Wer hier nicht ganz im Ernst reden kann, ich auch nicht mehr. Aber das ist ja normal. Rückstoß. Rückstoß ist immer toll. Reshiram. Oh, kein C-Krom. Habe ich mich auch geirrt. Ich bin gerade so voll in Rage. Das merkt man auch so an meiner Stimme. Ja, dürfte heute verbal auf mich einprügeln. Verbal. Auwei. Auwei. Oh. Das sieht jetzt dramatisch aus. Setzen wir mal Schlagbohrer ein. Schlagbohrer. Das ist jetzt sehr effektiv. Da hat Schlagbohrer doch noch was gebracht. Die ganze Zeit für Unheil gesorgt, der Schlagbohrer. Jetzt hat's was gebracht. Den Plasma geht's, das besiegt. Ui, meine Fresse. Was ist ein Kampf? Wie kann ich gegen einen unbekannten Trainer verlieren? Einen Niemand. Zwergenfee gewinnt 19.040 Pokémon-Dollar und geht. Ja, siegreich, aber nicht würdevoll aus diesem Kampf hervor. Was hat das zu bedeuten? Ich bin perfekt. Ich alleine habe ich ein Plasma erschaffen und zu dem gemacht, was es ist. Ich bin der perfekte Herrscher. Und trotzdem haben sie verloren. Treten sie jetzt zur Seite. Ach so, das war Lee und die habe ich jetzt als Gizis gesprochen. Ja, auch mal lustig. Inkompetent bin ich sowieso heute. In hohem Maße. Sei still, du törichtes Girr. Schweig. Oh nein. Er hat was vor.
Hat er sich umgehauen hier. Du Dummkopf, mich kann man nicht besiegen. Ich bin unbesiegbar, ausgeschlossen. Völlig ausgeschlossen. Hör zu, du Wicht von einem Eindringling. Wenn dir etwas am Leben dieses Mädchens liegt, dann lass sofort den Puckbälle fallen. Verfeinen, Elender. Zweifel, ich flehe dich an, hör nicht auf ihn. Halt deinen Vorhauts Mund weg und sei still. Ist das so schwer zu verstehen? Nanu, was wackeln deine Pokémon-Bälle da so? Ob es wohl daran liegt, dass die Pokémon darin vor Wut zittern? Hehehehe. Wie dem auch sei, lass sofort deine Pokébälle fallen. Nie und nimmer. Das mache ich nicht, nein. Hast du mir überhaupt zugehört? Oder bist du einfach nur zu dumm, um meinen Gedankengang zu verfolgen? Nun, somit lässt du mir keine Wahl. Das Schicksal des Mädchens ist besiegelt. Wie ich sehe, bist du deinen wahren Vorstellungen treu geblieben, geht's es? Du! Ganz genau. Und wie ist denn der Akromas? Den haben wir schon mal gesehen, dort unten auf dem, was heißt unten, oben auf dem Gipfel des Berges, wo die Top 4 drauf steht. Mir fällt der Name von dem Berg gerade nicht ein. Schön, dich wiederzusehen, Lee. Wir sind uns im Labor ein paar Mal begegnet. Erinnerst du dich? Akromas! Ich freue mich natürlich auch, dir erneut zu begegnen, Zwergfee. Pia hat mich darüber in Kenntnis gesetzt, dass ihr eventuell Hilfe benötigen würdet. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, aber ich habe mich mit Hilfe des von mir entwickelten Achromaten unsichtbar gemacht und heimlich an euren Fersen geheftet. Gizes hat euch offenbar rechtlich Probleme bereitet. Das hier ist allerdings nicht der Gizes, den ich kenne. Dieser stammt aus einer anderen Welt. Daraus folgt dann logischerweise, dass du der Achromas aus dieser Welt bist. Dann erschließt sich mir indes nicht, was es dir bringt, meine Pläne zu durchkreuzen. Meine Güte. Ich verachte dich zutiefst, Gizes. Ist das nicht verständlich? Nanu, was versteht, was passiert denn mit mir? Es reißt zu meinem Körper hin vor Ort. Nein! Ist er weg. Durch das Ultraportal wieder in seine Welt gebracht. Der Achromat ist zwar noch in der Testphase, doch ganz offensichtlich treten auch bei wiederholter Anwendung keine Probleme auf. Naja, wen wundert's? Wurde ja auch von Meisterhand angefertigt. Eigenlob stinkt. Vielen Dank für deine Hilfe, Achromas. Was genau ist denn mit diesem Gizes gerade eben passiert? Um es allgemein verständlich auf den Punkt zu bringen, ich habe den Dimensionskanal von Gizes so justiert, dass er wieder in seine ursprüngliche Welt zurückgeschickt wurde. Doch unterschätzt Gizes bloß nicht. Dieser schreckliche Mensch ist nämlich willens und fähig, seine wahnsinnigen Ideen in die Tat umzusetzen. Wollen wir hoffen, dass die herbe Niederlage, die er hier einstecken hatte müssen, verdammt, ihm eine Lektion in Sachen Demut erteilt hat und ihn in seiner eigenen Welt zu mehr Anstand fahren lässt. Wollen wir es hoffen? Doch das Ätherparadies ist in seinen vorigen Zustand zurückzuversetzen. Das ist auch für mich alles andere als ein Kinderspiel. Man denke nur an all die verschiedenen Welten, die sich hier miteinander vermischt haben. Im Zentrum des Schlosses existiert weiterhin eine gewaltige Energie des Bösen. Schaffen wir es, die übermächtigen Gedanken dieses Mannes Trutz hinten unschädlich zu machen, sollte dank des Achromates alles wieder so werden, wie es vorher war. Es geht um den Boss von Team Rocket, nicht wahr? Wenn es uns gelingt, mit ihm fertig zu werden, dann sollte sich alles zum Guten wenden. Verstehe ich das richtig? Gut kombiniert, Lilly. Genau das meinte ich damit.
Ich würde mich jetzt gerne einer eingehenden Untersuchung des Schlosses widmen, weshalb ich den Rest also euch überlassen müsste. Klappermaul, ist auch Romas. Hui, der redet viel, wenn er doch lang ist. Lass mich deinen Pokémon wieder fit machen, Zwergfee. Dringend nötig, vielen Dank. Pokémon-Kämpfe bereiten mir noch ein wenig Schwierigkeiten. Dafür weiß ich aber, wie man sich um vernetzte Pokémon kümmern muss. Ja, und ich weiß, dass es jetzt weitergeht zum Team Rocket-Boss Giovanni. Der wartet auf uns hier hinter dem Spiegelglas. Wahrscheinlich im nächsten Part, oder? Jo, im nächsten Part. Däumchen nach oben, soll es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid. Und ja, kein weiteres Video mehr mit dem Zwergfrist verpassen wollt. Habt noch einen angenehmen fröstlichen Tag. Im nächsten Part geht es hier weiter bei dem Boss hinter dem Spiegel. Und dann, ja, gehabt euch wohl. Bis dahin. Man sieht sich. Ciao, ciao. Sie haben wunderschöne Glocken. Ja, das sind die Glocken meiner Großmutter.